Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Gib meine Sashtagdanda Pranam zu den Lotusfüßen von meinem Guru Dev und der Lila Pravishta Om Vishnupad. Ashtotra Shota Shishimad Bhakti Vaivav Puri Goswami Maharaj. Ich bete um seine grundlose Barmherzigkeit. Gib meine Sashtagdanda Pranam zu den Lotusfüßen von Shla Esi Bhakti Vranta Swami Shla Prabhupada. Ich bete um seine grundlose Barmherzigkeit. Ich gebe meine Sashtagdanda Pranam zu den Lotusfüßen von Shri Bhakti Vichara Vishnu Goswami Maharaj und Bhakti Sadaka Muni Maharaj. Ich bete um ihre grundlose Barmherzigkeit und meine Sashtagdanda Pranam zu allen Rupa Nur Guru Vargas. Ich bete um ihre grundlose Barmherzigkeit und meine Sashtagdanda Pranam zu allen Vaishnavas Vaishnavis. Ich bete um all eure Barmherzigkeit. So nice. Gornita ist Barmherzigkeit, Radhashyams Barmherzigkeit, dass man hier mit den Vaishnavas zusammensitzen kann und vergessen kann, dass hier Kali Yuga ist, beziehungsweise realisieren kann, dass Kali Yuga ist, aber Dhanya Kali Yuga, das gesegnete Kali Yuga. Man kann einfach den Namen chanten mit den Beispiel was zusammen. Es ist die Segnung, die sich alle wünschen. Und wer diesen Namen chantet, der kommt zu sich selber. Der verwirklicht, wer er ist. So simpel ist es in Kali Yoga. So ist das Geschenk. Sankirtane Kapitarau Kamalayatakshau. Nagor Nitananda sind in diese Welt gekommen, um das zu geben. Und die Sankirtan, die sind die Väter vom Sankirtan, gar miteinander. Und die sind eben jetzt auch in Linz und sind die Väter vom Linzer Sankirtan. So, worüber sprechen wir? Krishna. Über Krishna. Goloka Vrindavan. Goloka Vrindavan. Ayodhya. Wir haben mehrere Partys da. So, ich habe nichts vorbereitet wie immer. Über Radharanis Liebe zu Krishna. Oh, Liebe ist immer ein gutes Thema. Das ist das, worum es geht. Deswegen sind wir auch hier. Deswegen sind wir auch in diese Welt gekommen. Aus dem Grund. Wir sind in diese Welt gekommen, um zu leiden. Sondern wir sind in die Welt gekommen, um unsere Liebe abzugraden. Es geht hier auf diesem Planeten am besten. Das ist das Unwahrscheinliche und das ist das große Glück oder die große Segnung, die dieser Erdenplanet hat. Gopa Kumar, Sanatan Goswami, hat das Buch geschrieben, Brihad Bhagavatamrita. Gopakuma war ein Kuhhirtenjunge vom Govardhan und er war auf der Suche nach seinem Herrn und er ist zuerst ist er nach Jagannath Puri gekommen und dann ist er in den Himmel gekommen, überall hingekommen und wie durch Gopal Mantra. Chaitanya Charitamrita steht, Krishnara Krishna Mantra na heute Sangsara Mochan. Krishna Nama heute Bhave Krishna Racharan. Durch Krishnas Mantra kommst du aus dieser Welt raus. Gopal Mantra. Diejenigen, die Vaishnava Diksha haben, kriegen Krishnas Mantra, Gopal Mantra. Und dieses Gopal Mantra befreit dich von dieser Welt. Aber Krishna Nama heute Bhave Krishna Racharan. Durch Krishnas Namen erlangst Krishna. Befreiung ist nicht genug. Befreiung heißt, du bist draußen aus dieser Welt, aber du bist noch nicht in Goloka.
Jemand wollte von Goloka hören. Um nach Goloka zu gehen, muss man den Namen chanten. Man kann es nicht. Es geht nicht anders. Weil sie Goloka erprämt haben, hat den Namen Sankirtan. Dieser Schatz von Goloka ist dieser Name und der nimmt dich wieder zurück. Deswegen Narottam Thakur sagt auch, Gaurangera, Gauranga, Prema Rasarnave Sitaranga Jeva Dube, Siradha Madhava Antaranga. So, nimm Zuflucht bei Gauranga. Im Kali Yuga, wenn man verstehen möchte, was ist die Liebe zwischen Radha und Krishna, ich meine, das ist so weit weg von dem, was man sich nicht einmal erträumen kann. Das, aber wenn man, das, wenn man den Wunsch hat, dorthin zu gehen, dann durch Chaitanya Mahaprabhu. Und zu Chaitanya Mahaprabhu kommt man durch die Bhaktas von Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami. Rupa Goswami hat dieses Schatzhaus geöffnet, von diesem versteckten, geheimen Spiel, was er im Herzen ist von Radha Krishna. Das weiß ja niemand. Das weiß ja niemand, was in den Herzen ist von irgendjemand in dieser Welt, ganz zu schweigen vom höchsten Herrn. Das sind auch nicht Themen, die man einfach so in die Welt hinausschmeißt. Das sprechen die Bhaktas. Guru Maharaj hat gesagt, ne? Narottam Thakur sagt auch dasselbe. Rupa Raghunatha, was sagt der Rupa Raghunatha Pade? Haibe Akuta, Akuti, Tabeha, Hamabhujabo, Anshir, Yugala Piriti. Wenn man den Lotusfüßen folgt, den von Rupa und Raghunath, dann kann man die Liebe von Radha und Krishna verstehen. So, wenn man das verstehen möchte, dann kann man das nicht einfach nur lesen und auswendig lernen, sondern man muss es leben auch. Ne? Und was die Goswamis gemacht haben, wenn sie das, also das gelebt haben, die haben alles vergessen. Die haben vergessen zu essen, die haben vergessen zu schlafen, die haben vergessen, dass sie sich bewegen müssen. Die haben all das vergessen. In dem Zustand haben die diese Liebe gekostet von Radha Krishna. So, ich meine, im Kali Yuga mit dem jetzigen Bewusstsein dorthin zu springen ist schwierig. Aber Harinam ist so barmherzig und Krishna selber ist so barmherzig. Selbst Brahma, als er Brahma auf diese Brahma Krishnas Lila gesehen hat, er hat es nicht verstanden. Als Krishna in die Welt gekommen ist, all die Halbgötter sind ins Verlies gekommen zu Kamsa, als Krishna in Devakis Mutterleib war. Devaki hat gestrahlt wie 1000 Sonnen und die Halbgötter sind alle gekommen heimlich und haben gebetet zu Krishna. Schöne Gebete im Bhagavatam. Satyam varam satyam param trisatyam satyasya yonim nihitam cha satye satyasya satam rita satyanitam satyatmakam tvam sharanam prapanna. Oh, du bist die absolute Wahrheit. Das ist so nice. Absolute Wahrheit ist Krishna. Srila Maharaj sagt so schön, reality the beautiful. Die absolute Wahrheit ist wunderschön. So diesen Satya Varam, du bist die höchste Wahrheit. Du bist die Wahrheit. Satya Param, Satya Varam, Satyam, Trisatyam. Und du bist wahr in der Vergangenheit, du bist in der Gegenwart wahr, du bist wahr in der Zukunft auch. Krishna ist immer die Wahrheit. Und wir selber, das ist das Nice, wir selber sind genauso wahr wie Krishna. Wir müssen nur dorthin kommen. Durch Harinam chanten, durch Harikata, durch die Gemeinschaft mit den Sadhus, durch Prasadam, durch Deities, kommt man zu sich selber. Und dann, wir haben heute das kurz vorher gelesen, wie wir gekommen sind, dann ist man in seiner eigenen Herrlichkeit verankert, die schon da ist. Jiva ist wunderbar. Wir sind Teil Gottes, von seiner Schönheit, Liebe, Harmonie. Wir sind ein winziger Funken von dem und da kommt man dorthin. So, die Halbgötter haben gebetet, Satya Varam, Satya Param, Trisatyam, Satyasya Jonim. Du bist die Quelle der Wahrheit. Von Krishna, alles was von ihm kommt, ist wahr. Auch die Illusion ist wahr. Auch die Unwahrheit ist wahr. Auch die Lüge ist wahr, weil alles kommt von ihm. So ein Krishnas Lila nimmt auch alles rein, da hat alles Platz. Alles. Das ist Bhakti bedeutet das, dass alles Platz hat. Da
dass alles wahr wird auch. Auch diese Welt ist nicht falsch. Ist genauso wahr. Und Krishna ist genauso hier. Satyasya Jonim Nitam Cha Satye. Und er ist in der Wahrheit. Und Krishna ist in der Wahrheit und die Wahrheit ist in Krishna. So, wenn du mit Krishna sein möchtest, dann sei mit der Wahrheit. Das ist auch wichtig. Ne? Nitam Cha Satye. Satyasya Satyam. Krishna ist die Wahrheit der Wahrheit. Yes. Wenn du Krishna wegnimmst, ist nichts mehr wahr. Zuerst, er ist der, was der allem die Wahrheit gibt. Ne? Das ist, wenn du Krishna dazu gibst, alles wird wahr im Leben. Satyasya Satyam, Ritta Satya Netram. Und Krishna ist das Auge, durch das du die Wahrheit sehen kannst. Ne? Das ist Krishnas, bis an Krishna Bewusstsein. So, du kannst, man blickt der Wahrheit ins Auge. Alles wird ohnehin wahr, wenn du Krishna dazu gibst. Du brauchst auch nichts mehr ändern. Dann ist alles okay, dass wir Vaishnavas wollen nichts ändern in dieser Welt. Die wollen nur ihre Einstellung ändern, ihr Herz ändern. Das ist das Einzige, was man ändern muss. So, die Halbgötter haben jeden gebetet. Satyat, Satyasya, Satyam, Ritta, Satyanetram, Satyatmakam, Tvam, Sharanam, Prapanna. Wir geben uns dir hin, wir ergeben uns, oh absolute Wahrheit. So, Krishna ist diese absolute Wahrheit, aber diese absolute Wahrheit erscheint so, dass man es nicht glauben kann. Krishna kommt als Kuhhirtenjunge und macht solche Spiele, dass selbst Brahma, der dabei war im Verlies bei den Gebeten, das später nicht mehr glauben konnte, dass das die absolute Wahrheit ist. Er war verwirrt. Ne? So, Lord Shiva, er war verwirrt. Er hat sogar gegen Krishna gekämpft. Obwohl er gewusst hat, er ist der höchste Herr. Aber diese Krishnas Maya ist einfach so mächtig, ne? Der kann das alle wieder verwirren. So, Brahma konnte es nicht verstehen, Shiva konnte es nicht verstehen, Lakshmi Devi, sie wollte dabei sein, als sie Krishnas Raslila gesehen hat, wollte sie auch dabei sein. Und sie ging zu Jogamaya Purnamasi Devi und hat gebeten, dass sie mitmachen möchte beim Raslila. Und Purnamasi Devi hat gesagt, okay, es gibt ein paar Bedingungen. Okay, was? Die erste Bedingung, sie muss Geburt nehmen vom Schoß einer Gopi. Lakshmi Devi nimmt keine Geburt von dem Schoß einer Mutter, sondern die erscheint, man nennt sie Ajoni Tattva. Sie erscheint ohne eine Mutter. So, Lakshmi nimmt nicht Geburt, sie erscheint einfach. Ne? Sita Devi ist auch gefunden worden in der Erde. Radharani ist auch erschienen. So, Lakshmi Devi hat gedacht, okay, sie macht's. Ich meine, in ein Mutterleib reingehen und dann 10 Monate warten und wieder rauskommen, ist ja auch kein Spaß. So, Lakshmi Devi hat gesagt, okay, sie macht's. Dann die zweite Bedingung, sie muss Geburt nehmen als Vaishya, Kuhhirtenfamilie. Und da muss man halt danach wie Kuhhirten oder wie Gopis leben und Kaudung, Patis machen da so und alles Mögliche. Es ist nicht so wie Lakshmi Devi mit Reichtum und alles. Lakshmi Devi hat gesagt, okay, das nimmt sie auch noch in Kauf. Sie macht das. Und die dritte Bedingung war, sie muss einen Kuhhirten heiraten. Und den dann betrügen und mit Krishna in den Wald laufen. Ne? Also das hat Lakshmi dann auch gesagt, ne? Es geht nicht. Der Alarm geschlagen. Lakshmi sagt, sie kann das nicht. Zu viel. Das war der Blutdruck jetzt. Das war zu viel einfach. Sie kann das nicht. Weil Lakshmi Devi ist immer auf der Brust von China rein. So, sie konnte das nicht. Und sie hat gesagt, na, sie kann diese Bedingungen nicht akzeptieren. Es geht einfach nicht. So, Lakshmi Devi ist nach Belwan gegangen. In Brindavan auf der anderen Seite, Jamuna, falls jemand dort war. Dort ist Belwan und dort ist ein Lakshmi-Tempel. Und Lakshmi Devi, im ganzen Universum steht Lakshmi so im Tempel. Und das ist der einzige Tempel, wo sie so steht. Und bittet um Einlass nach Brindavan. Und sie kann es nicht. Sie kriegt keinen Einlass in Brindavan. So, Brahma, Shiva, Lakshmi und so viele andere, die können dort nicht hin. Und wir wollen dorthin.
Das ist das. Und das ist Chaitanya Mahaprabhus Barmherzigkeit für dieses Kali Yuga, dass er den Menschen erlaubt, dorthin zu kommen. Das ist die Barmherzigkeit von den Gurus, was undenkbar eigentlich ist, ne? Was völlig utopisch ist, aber dort kann man hingehen. Und Rupa und Raghunath und die Goswami sind hier erschienen, um den Weg zu zeigen, um dorthin zu gehen. Und Rupa Raghunatha Pade, Haibe Akute Dave Habe, Bhujabo Jugala Piriti. Dann kann man verstehen, was diese Liebe ist. Ich meine, selbst Liebe in dieser Welt ist sowas Seltenes, ne? Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita, der beschreibt Radharanis Liebe. Und da man das nicht beschreiben kann, und an einer anderen Stelle schreibt er eben, dass diese Liebe nicht existiert in dieser Welt. Und wenn sie existieren würde, die Person, die sie hat, der Körper kann das nicht tolerieren. Der Körper ist nicht gemacht für Prema, der hält das nicht aus. So. Um das Beispiel zu geben, welche Liebe Radharani für Krishna hat. Krishna hat es nicht verstanden. Krishna versteht diese Liebe nicht als Krishna. So sollen wir verstehen. Ne? Der höchste Herr, der allwissende Herr, er hat es nicht verstanden. So, er musste als Chaitanya Mahaprabhu kommen, als Bhakta kommen, um das zu verstehen. Unser Guru Maharaj hat gesagt, wenn wir verstehen wollen, was Krishnas Liebe ist, wir müssen zuerst mal in Indien Geburt nehmen und verstehen, was die Liebe von einer Mama ist. Weil man hier im Westen einfach keine Liebe kriegt. Ne? Also nicht alle, aber die wenigsten. Das ist einfach nicht so leicht zu verstehen, was Liebe ist. Guru Maharaj hat uns das oft gesagt. Wir müssen nochmal Geburt nehmen, wir müssen mal verstehen, was diese weltliche Liebe ist. Dann kannst du mir über spirituelle Liebe sprechen. Ne? Also Bhakti ist Liebe. Das ist unser Dharma. Unsere Mission, wir machen Bhakti-Yoga. Das ist Liebe. So Liebe heißt ja, Vishnu Maharaj hat mir das mal gesagt, mich hat es geschockt. Ne? Er hat gesagt, Liebe bedeutet nicht zu genießen, Liebe heißt zu leiden. Das ist das Missverständnis, das man hier in dieser Welt hat. Liebe heißt zu leiden. Dass man bereit ist, mit Freude für jemanden zu leiden. Das ist die Liebe. So, welche Liebe da zwischen Radha und Krishna ist. Das ist der Ursprung von dieser ganzen Schöpfung und das ist der Sinn des Lebens, das ist der Sinn der Existenz von allem ist Liebe. Von allem, was existiert, selbst Gottes die ursprüngliche Natur oder die ureigene Natur Gottes ist Liebe. Rasa Vaisaha, die Shastras sagen Rasa Vaisaha. Rasa bedeutet Liebe, Rasa bedeutet Beziehung, Rasa bedeutet Freude, Rasa bedeutet Harmonie, Rasa bedeutet Ananda. Das ist der Ursprung. Wenn du das wegnimmst, die ganze Welt macht keinen Sinn. Wozu existieren wir? Wenn du das rausnimmst, dann bleibt nichts mehr über. Dann macht wirklich nichts an Sinn. Ne? So, das ist das, worum es wirklich geht. Das ist Lila. Lila bedeutet Austausch. Lila bedeutet eben diese Liebe. So. Und das ist das, was unsere Acharyas uns gegeben haben, genau das. Keine Regeln und Regulierungen, du musst das und das machen, du musst um 4 Uhr früh aufstehen und kalt duschen, das ist nicht Bhakti. Das ist alles förderlich oder auch nicht, aber das ist alles Vorgang, um loszukommen von dieser weltlichen Ebene. Aber worum es wirklich geht, ist ganz was anderes. Und das ist, was die Gurus uns dann auch geben wollen eigentlich. Man muss halt zuerst einmal sein Herz bisschen sauber machen. Weil Bhakti ist etwas, was einfach so mächtig ist, dass selbst Krishna angezogen ist davon. Krishna, der alle anzieht im Universum. Er ist angezogen von jemandem, der Bhakti hat. Jemand, der Liebe hat für einen Krishna, kommt zu dem winzigen Jiva, der wir sind. Wir sind fast nichts. Ne? Und Krishna ist angezogen von dem. So, das ist die Power von Bhakti. So, bevor das kommt, muss man sich auch qualifizieren. Und das ist eben der Vorgang. Und Rupa Goswami hat das eben gezeigt, er hat es gelebt, er hat es niedergeschrieben für uns, dass man dem nachfolgen kann. Und dafür ist es da. Und es ist auch wichtig, das zu lesen, wichtig versuchen zu verstehen, wichtig aufzunehmen und wichtig auch zu folgen natürlich. Ne?
Und was dann alles noch kommt, das kann man sich ja nicht einmal vorstellen. Das ist ja das. Nur zu sich selber zu kommen, das kann man sich schon nicht vorstellen. Shri Maharaj sagt das mal, wenn du nur eine Sekunde verwirklichen würdest, wer du bist, du vergisst diese Welt. Wenn du nur eine Sekunde verwirklichst, du bist ewig. Kannst nicht sterben, kannst nicht krank werden, kannst nicht alt werden, kannst nicht müde werden. Das kann man sich nicht einmal vorstellen. In der Welt muss ständig kämpfen mit diesen Dingen. Aber wir müssen das, wir sind das alles gar nicht. So dort. Heiliger Name nimmt dich da mit. Chaitanya Mahaprabhu und Nityananda haben das gebracht, Gurudev hat das gebracht. Und er gibt jedem einmal den Heiligen Namen, um dorthin zu kommen. Der Heilige Name nimmt dich nur zu dir selber. Der macht nichts anderes. Das ist. So, Chaitanya Mahaprabhu, der Krishna selber wollte das verstehen. Kaviraj Goswami beschreibt es. Er gibt ein Beispiel, um zu verstehen, was Liebe ist. Ne? Und da gibt es im Mahabharata eine Geschichte von einem Brahmin, der hat Lepra und seine Frau kümmert sich um ihn. Und er kann nicht einmal gehen, die trägt ihn auch auf einen Korb und trägt ihn am Rücken halt. Und einmal bringt sie ihn zum Fluss, dass er das Bad nimmt dort. Und dort am Fluss ist auch eine Prostituierte, die kommt auch gerade, um ein Bad zu nehmen. Und die ist wunderschön. Ihr Name ist Lakshahira. Das heißt, strahlt wie 100.000 Diamanten. Einfach. Und die nimmt auch ein Bad und der Brahmin ist da irgendwie bezaubert von ihrer Schönheit. Und das geht ihm nicht aus dem Geist raus. Und dann, als sie nach Hause kommen, seine Frau merkt, irgendwas hat er, ne? Und fragt ihn, was ist, und er sagt halt, er ist von der Schönheit bezaubert, von dieser Prostituierten. Okay, was macht die Frau? Denkt sie, wenn du sie haben möchtest, okay, aber wir haben kein Geld. Was macht sie? Sie geht in das Haus von der Prostituierten und arbeitet dort als Dienerin. Das ist Liebe. Und arbeitet dort und macht da jeden Tag sauber und sie ist ein Brahmin. So, sie macht das wirklich alles perfekt und nach einiger Zeit merkt die Prostituierte, dass eben ein Haus alles so schön sauber ist. Das war vorher nicht so. Sie hat andere Dienerinnen auch, sie hat Geld, sie ist reich. Aber sie merkt, das ist alles jetzt besonders ordentlich alles. Und dann fragt sie, was ist da los, wer macht da sauber? Ja, da kommt eine Brahmin-Lady jeden Tag und macht sauber. Wer ist sie? Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Was möchte sie? Wissen wir auch nicht. Und dann sagt sie, na dann fragt sie es, wenn sie das nächste Mal kommt. Dann sagen sie eben, ja, die Herrin vom Haus, die möchte ich sehen. Und dann kommt sie und die Prostituierte fragt sie, was möchtest du? Und sie sagt, ja, mein Mann, der hat dich gesehen im Fluss und er möchte dich genießen. Na, ich habe kein Geld, ich kann dir nichts bezahlen. Ne? Okay, sagt die Prostituierte, ich akzeptiere das. Ihr könnt morgen zum Essen kommen, ich lade euch zum Essen ein, kommt beide zum Essen. Und dann kommen sie eben und die Prostituierte hat zwei verschiedene Sets von Essen her bereitgestellt. Eins, Prasadam, in ganz simplen Tontöpfen, und das andere ist in Gold und Silber. Und da ist alles mögliche drinnen und Fleisch und was ich was alles, und aber in Gold und Silber Geschirr. Ne? Und dann sagt sie eben dem Brahmin, nimm dir, was du möchtest. Ne? Und der Brahmin nimmt sofort das Prasadam und fängt zu essen an. Ne? Und dann sagt die Prostituierte, das siehst du, das ist deine Natur. Deine Frau ist so wie dieses Prasadam, außen simpel, aber innen rein und heilig. Ne? Aber ich bin so, außen Gold und Silber, aber innen ist alles schmutzig. Ne? Und dein Geschmack ist für das, du bist angezogen von dem Reinen, was willst du von mir? Ne? Dann Brahmin ist zur Besinnung gekommen, hat verstanden, hat sie als Guru akzeptiert, hat seine Lektion gelernt und ist nach Hause gegangen. Ne? So, Kaviraj Goswami sagt, das ist Liebe. Wer ist heutzutage bereit, das zu tun? Ne? Für seinen Partner. Oder für einen Freund, also wenn man es auch auf andere Beziehungen umlegt. Ne? Wer ist bereit, sowas zu tun?
So, das ist eine Analogie für Radharanis Liebe zu Krishna. Wer kann das? Also wir können das in dieser Welt nicht machen. Wenn irgendwas nicht passt, finish, Scheidung aus, gehen, ne? Reicht. Es ist heutzutage so. So, aber göttliche Liebe ist weit drüber hinaus, ne? Und das ist unser Ideal und dort wollen wir hin. Und da braucht man halt eine Menge Segnungen und wahrscheinlich noch eine Menge Geburten, bis man das mal versteht, ne? Und eben, das ist was die Acharyas uns gegeben und das, was Guru Maharaj uns gegeben hat. Ne? So, diese Liebe heißt für den anderen da sein einfach. Ne? Sein Leben zu geben für jemanden. Leben geben für einen Guru, für die Vaishnavas, für Krishna. Ist ohnehin das Beste, was man machen kann. Ne? Man muss es sowieso irgendwann hergeben. Man kann es sich eh nicht behalten, also man zumindest diesen Körper. Es bleibt uns eh nichts anderes über. Dann besser man gibt es für den besten, für den höchsten Zweck, den es gibt in dieser Welt. So, wenn man da durchgeht, wenn man diese Bereitschaft zeigen kann, dann kann man auch nach Brindavan gehen, Goloka Brindavan. Ist nicht so leicht. Dieses Opfer ist einfach, das gehört einfach dazu. Es ist nicht einfach nur. Meine Bhakti-Yoga ist nicht nur Haribol, Haribol im Kirtan und ist alles nice und Hare Krishna, Hare Krishna. Das ist auch nice, gehört auch dazu. Aber es ist viel tiefer noch. Viel tiefer. Und das kriegt man eben von den Vaishnavas und wenn man das Glück hat, mit denen zusammen zu sein, dann vielleicht springt da mal ein Funke über und dann, das berührt dich dann so im Inneren, dass du einfach gierig wirst danach. Ne? Dafür, das ist Sadhu Sangha, das ist die Ebene, wo man Gemeinschaft hat. Dieses Sadhu Sangha, wenn da was kommt, wenn Krishna sich da manifestiert durch die Vaishnavas, dann. Und man kann dann auch auf die Ebene, Sadhu nimmt dich mal mit auf diese Ebene und dann denkst du, das möchtest du immer haben. Das geht aber, ich meine, in dieser Welt ist es schwierig. Dieser Körper klopft ständig an und braucht was, und aber man sehnt sich dann danach. Und je mehr das wird, je stärker die Sehnsucht wird, umso mehr ist man bereit, auch dafür zu tun. Letztendlich gibt es nichts Besseres, als dorthin zu gehen. Dort, wo wer wir eigentlich sind. Genau der, nämlich Jiva Rasarup Hoy, Krishnero Nitya Das. Sind ewiger Diener Krishnas und dort können wir hin oder fühlen wir uns auch wohl. Und da gibt es ohne Ende. Das ist einfach schwer zu sagen, aber dort gibt es einfach immer was zu tun. Der Tempel im Herzen, der ist immer offen. Du kannst, Krishna kannst immer eine Girlande opfern, du kannst ihm immer einen schönen Thron machen, du kannst ihm immer was zum Essen opfern, du kannst immer Krishnas Namen chanten, du kannst immer Dienste erbringen. Ne? Der ist immer offen. So, guter Wunsch, dorthin zu gehen. Guru Maharaj hat gesagt, wenn du zu Krishna möchtest, du machst einen Schritt, 1000 Dornen gehen in deine Fußsohlen rein. Das ist kein Spaziergang. Dann überlegst du nochmal. Also man braucht auch die Courage. Man braucht die Courage, von hier loszulassen. Man braucht die Courage, seine Zukunft Krishna in die Hand zu legen. Ne? Das ist nicht so einfach. Es ist einfach okay. Es ist einfach, was du willst. Ne? Du kannst mich umbringen, du kannst mich beschützen, du hast das Recht. Da muss man durch. Das ist Sharanagati. Sharanagati ist die Tür in die Bhakti-Schule. Man kommt da nicht anders durch. Wenn man das nicht macht, dann bleibt man draußen stehen. Dann kann man so viel lernen, aber man kriegt nicht das, worum es geht. So diese, sich Krishna hinzugeben, das ist ekstatisch. Krishna Bhaktivinoda Thakur sagt, ich habe mein ganzes Kopf für dir gegeben, Krishna. Jetzt tanze ich vor Freude. Ne? Ich hab keine Probleme mehr, das sind deine Probleme, Krishna. Ich weiß nicht mehr, was richtig und falsch ist. Ich weiß nicht, was Dharma ist, was ist Adharma, was ist dies. Ich weiß es nicht. Ich weiß einfach nur, ich möchte was für dich machen. Ich möchte deinen Dienst machen. Das ist doch ein nices Leben, ne?
Man hat so viele Probleme in dieser Welt und so viele Sorgen und so viele Dinge und so. Bhakti Thakur sagt, okay, das gehört jetzt alles dir. Gehört alles dir. Aber man braucht, Krishna sagt, Sarvadharma Amparitaja, aber das ist ein ordentlicher Schritt. Ne? Das ist ein Sprung. Und du weißt nicht, ist jetzt Krishna da und fängt er mich auf oder nicht. Aber wie willst du das rausfinden? Man muss es einfach ausprobieren. Ne? Hilft nichts anderes. Dann kann man es verwirklichen. Sonst kann man darüber reden und überlegen, aber wenn man es macht, ist was anderes. Ne? Und Krishna ist sofort da. Das ist, er ist jetzt schon da. Ne? Er ist ohnehin im Herzen. Er ist sofort da. Wenn, wenn jemand den Wunsch hat, den Schritt weiter zu gehen, Krishna ist sofort da. Er ist der, er weiß es. Und er arrangiert auch alles und er gibt uns auch diese Vaishnavas, die uns ein bisschen inspirieren, dann noch einen Schritt weiter zu gehen und ein bisschen über unsere Grenzen zu gehen und nicht immer nur so in der Komfortzone zu bleiben, sondern muss sich manchmal ausliefern gewissen Dingen und lass mal einfach Krishna mal machen. Wenn man dann einen Geschmack dafür kriegt, dann möchte man nicht mehr in die Sicherheit zurück. Ne? Hat mal ein christlicher Priester gesagt, so schön, ne? Ich möchte nicht wissen, dass Gott existiert, ich möchte an ihn glauben. Das ist so schön, ne? Ich bin so happy, wenn ich an ihn glauben kann und ich vertraue, also einfach hoffe, dass er da ist. Das finde ich viel schöner, als dass ich weiß, dass er da ist. Ne? Das ist natürlich auch, wir sagen normalerweise, wir glauben nicht an Gott, wir wissen es. Aber dieser Priester hat das einfach so nice gesagt, ich bin so froh, wenn ich einfach an Gott glauben kann und mich auf ihn verlassen kann. Das ist einfach so. Das ist ein schönes Leben, ne, wenn man weiß, Krishna ist da. Gibt es eine Geschichte vom kleinen Gopal. Ein Gogovinda Maharaj erzählt die. Und auch unser Guru Maharaj hat die erzählt. Da war ein Junge und eine Mutter, alleinerziehende Mutter, der Vater ist gestorben. Und die waren ganz arm, die haben nichts gehabt. Ne? Und dann ist der Kleine ist 5 Jahre alt geworden und geht halt dann in die Schule. Ne? Und die Schule war ein Stück weiter weg und da musste er durch den Dschungel durchgehen. Und hat Angst gehabt. Ne? Und die Mama, die war eine Vaishnavi. Und die hat dem Kleinen gesagt, hey, hab keine Angst. Mach dir keine Sorgen. Du hast einen Freund. Er ist Gopal. Er lebt im Dschungel. Er ist dort. Ruft ihn einfach und er kommt. Wenn irgendwas passiert, ruft einfach Gopal. Und macht er keine Sorgen. So, der Junge ist durch den Dschungel gegangen und hat Angst gehabt und einfach gerufen, Gopal, Gopal. Oh mein Freund, wo bist du? Ne? Und Gopal ist erschienen und ist mit ihm durch den Dschungel gegangen. Jeden Tag. Hin und her. Gopal war mit ihm. Aber man muss simpel werden wie ein Kind. Ne? Und dann hat es Saraswati Puja gibt's in Indien, einmal im Jahr in der Schule und da bringt jeder was mit. Und mittlerweile hat er seinen Freund schon gekannt, er hat gewusst, Gopal ist eine Kuh, er hat einen Junge, er hat viele Kühe. Und er hat dem Gopal dann erzählt, ah, wir machen Saraswati Puja in der Schule und jeder muss was mitbringen. Dann Gopal hat gesagt, okay, ich übernehme die Milch für den Sweetreis. Ich habe so viele Kühe, kein Problem. Ich gebe dir genug Milch, dass ihr Sweet Rice machen könnt. Kier. Und dann ist er den nächsten Tag in die Schule gekommen und hat gesagt, der Lehrerin, ja, also mein Freund, er ist eine Kuh hier, der sponsert die Milch für den Kier. Ne? Und die Lehrerin hat ein bisschen Zweifel, weißt du, wie viel wir brauchen? Da was ich, Hausnummer 20, 30 Liter Milch. Ne? Nein, mein Freund hat gesagt, er macht es. Okay, die Lehrerin hat gedacht, wie soll das funktionieren, ne? Der kleine Junge, wie wird er so viel Milch bringen? Und dann kam am nächsten Tag, ist er in den Wald gekommen und Gopal hat einen kleinen Topf Milch mitgebracht. So einen kleinen Topf. Da hat er mir gesagt, ja, das ist die Milch für den Kier. Der Junge hat okay gedacht, wenn mein Freund das sagt, dann passt schon. Ne? Hat nicht drüber nachgedacht und ist in die Schule gekommen mit dem kleinen Topf Milch und hat gesagt, das ist für den Kier. Und die Lehrerin sagte, wie soll man mit ein bisschen Milch der Kühe machen für alle? Nein, mein Freund hat gesagt, es ist genug Milch. Dann haben sie dann
aus diesem Topf, dann haben sie einen Topf aufgestellt am Feuer und reingeleert und es ist rausgeronnen und geronnen und geronnen, ist nicht leer geworden, der Topf, und bis der Riesentopf voll war mit Milch. Und dann hat die Lehrerin geschaut, gesagt, wer hat dir den Topf gegeben? Ja, mein Freund Gopal, guten Junge. Und dann wollte der Lehrer, wollte dann, ich möchte einen Freund kennenlernen. Ja, ja, komm mit, der ist im Dschungel, der hilft die Kühe dort. Dann sind sie in den Dschungel gegangen und er gerufen, Gopal, Gopal, mein Lehrer möchte dich sehen. Ne? Und dann Gopal gerufen, no, no, der kann mich nicht sehen, der hat kein Vertrauen in mich. Man kann Krishna nur sehen, wenn man simpel ist, wie ein Kind, wenn man vertraut. Ne? Man weiß, dann ist er einfach auch da. Wenn ich drüber nachdenke, und dann ist es schon vorbei. Wenn man einfach vertraut. Und man braucht diese Personen, die in dem Vertrauen leben, wie unsere Gurus, wie die fortgeschrittenen Vaishnavas. Wenn man sieht, wie die handeln, dann sieht man, die handeln einfach mit Krishna. Dann kann man das, wenn man es einfach macht, das kann einem niemand abnehmen. Ne? Man muss es einfach selber machen. Gewisse Dinge im Leben, wenn du es machen willst, dann musst du es machen. Geht nicht anders. Du kannst das nicht irgendwie, man kann es nicht umgehen. Ne? Und wenn man es aber macht, dann kriegt man sofort auch die Bestätigung dafür. Und das kann man nur selber erfahren. Ne? Der Guru kann das auch nicht für seinen Schüler machen. Der Guru kann das inspirieren, der kann dir sagen, wie es geht, aber machen wir es selber. Ne? Man muss auch, den Namen musst du auch selber chanten. Krishnas Namen kann niemand für dich chanten. Krishnas Puja, Krishnas Bhajan, das kannst du nur selber machen. Das kann niemand, das kannst du auch nicht kaufen. Das ist einfach was man, seine Zeit, die man zu Krishna gibt, das kannst du nur selber machen. Das sind eben, das ist egal wie viel, wie reich man ist und auch wenn ein Guru da ist und viele Schüler hat, der kann es nur selber machen. Das kann niemand für dich machen. Das ist das Schöne auch. Das ist 1:1. Das ist, da gibt es keinen Betrug. Ne? Was immer du machst, und Krishna weiß es. Er weiß es. Ne? Ihm braucht man nichts vormachen. So, das dorthin zu kommen. Ne? Das ist das Ziel des Lebens. Ne? Das Ziel des Lebens ist es. Ein Schüler kam mal zu Shri und hat gesagt, Maharaj, Gurudev, ich habe keinen Geschmack fürs Chanten vom Heiligen Namen. Er sagt, er glaubst du, das ist so einfach, das ist das Ziel des Lebens. Also nicht wundern, dass das nicht vielleicht so ein bisschen weit weg ist oder so, das ist nicht so billig auch. Ne? Aber man sollte sich bemühen, sollte alles geben, was man geben kann. Es geht Schritt für Schritt. Krishna sagt, Sarvadhamam Parityaja, jump einfach, spring einfach los. Ne? Aber das kann nicht jeder, ne? Wenn man genug. So, sonst geht es halt Schritt für Schritt. Geht auch so. Und was dann kommt, das ist ohne Ende. Ne? Die Acharyas geben uns so viel Nektar. Und das sollten wir unser Herz reinlassen. Ne? Mach mal auf und lass es einfach rein. Und lass es einfach wirken. Ne? Und dass man den Geschmack dafür kriegt, und da muss man halt praktizieren. Und man muss sich halt bemühen. Und das ist am Anfang eben wie. Es schmeckt bitter. Das ist das Problem. Aber am Ende ist es Nektar. Diese Welt ist am Anfang Nektar und am Ende kriegst du die Watschen. Und dann leidest du. Ist einfach so. Du denkst, das Problem ist, unsere Gesellschaft ist so. Wenn man jung ist, dann will man alles haben. Und dann nimmt man alles von dieser Welt. Das ist alles für die jungen Leute hier. Mode ist für junge Leute, wenn die alt sind und sich modisch kleiden, das schaut fürchterlich aus. Also modisch, so sexy oder so irgendwie, wenn dann oft so Leute, die schauen, es ist zum Weinen, wenn man das sieht. Ne? Aber sie wollen halt, weil es ist alles für junge Leute, ne? Urlaub fahren und
und Abenteuerleben und all diese ganzen Influencer, das ist alles für junge Leute. Und die jungen Leute denken, das ist, die ganze Welt ist für uns. Aber wie lange bist du jung? Ein paar Tage, ne? Dann ist es vorbei. Und was machst du dann? Dann leidest. Dann sufferst du wie ein Hund, weil du die Jugend einfach vergeudet hast. Ist wirklich so. Ja, wir alle wissen. Wir alle wissen das, glaube ich. Das ist, weil uns niemand beibringt, wofür die Jugend da ist, ne? Nämlich um Krishna zu verehren, um spirituelles Leben zu kultivieren. Wenn du jung bist und Energie hast, und dann, ich meine, wenn dann der Liebesgott also in das Herz kommt, dann drehen die Leute durch, ne? Aber diese Energie, die sollte man zu Krishna geben. Es ist seine Energie, er ist der Liebesgott, der es verdient, ne? Diese Energie, die die ganze Welt verrückt macht, das ist seine Energie. Das ist Krishna, das ist Krishnas Liebe, Radha Krishnas Liebe, die sind verrückt vor Liebe. Und die machen die ganze Welt auch verrückt vor Liebe. Aber hier ist es eine verzerrte Spiegelung, ne? So diese Energie, das ist ja die ursprüngliche Energie, die sollte man verwenden für ihn, aber das hat uns halt niemand gesagt oder wir haben es auch nicht verstanden, wenn es uns jemand gesagt hätte. Das ist das Problem. So, dafür leben wir und dafür, dieser menschliche Körper ist dafür konzipiert, ne? Nicht um einfach nur zu genießen, 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 solange du jung bist und solange es geht und dann isst, was du willst und machst, was du willst und denkst, was du willst und dann, wenn du alt bist, dann stehst du vor dem Trümmerhaufen von deinem Leben und kannst es nicht mehr ändern, nicht? So, bevor es soweit ist, wenn man das Glück hat, eben die Kurve zu kratzen. Es ist nie zu spät, ne? Es ist nie zu spät, egal in welchem Zustand man zu Krishna kommt. Krishna sagt, Sarva Dharma Amparityaja, gib alles auf, egal was du bist. Ob du ein Krimineller bist oder ein Heiliger, gib alles auf, komm zu mir. So, für Krishna ist es eh kein Problem, aber für uns ist es wahrscheinlich ein Problem. Das Karma ist dann einfach schon da. Bhaktivinoda Thakur sagt, Nija Karma Doshe E Deha Heile Bhajanera Pratibandha. Das sind meine eigenen Fehler, die habe ich gemacht im Leben. Jetzt ist dieser Körper ein Hindernis für Bhajan geworden. Weil man missbraucht hat, ne? So. Deswegen, wir brauchen an sich, als Junge müsste man das Verständnis haben, ne? Was man hat, oder dass man einfach, dass dieses Leben für einen höheren Sinn da ist, ne? Nicht für einen höheren Sinn, für einen höchsten Sinn. Wir sind uns ja nicht bewusst, was wir erlangen könnten, ne? Unsere Gurus wissen, was das Potenzial ist in diesem Körper, deswegen blutet ihnen das Herz, wenn sie sehen, dass die Menschen diesen Körper einfach so wegschmeißen, ne? Weil wir nicht wissen, was wir damit machen könnten. Mit unserem Bewusstsein. Mit dem Geist, mit Intelligenz, mit uns selber, was wir alles erlangen könnten. Ne? Wenn man das nur richtig verwendet, dann kann man Tag und Nacht weinen für Krishna. Und das ist einfach so eine Freude. Ne? Das ist echte, echte Erleichterung, das ist echt wirkliche Freude, wenn man nach Krishna weint. Ne? Wenn man diese seltenen Momente hat, wenn man die Devotees trifft, die auch weinen nach Krishna, die Sehnsucht haben. Ne? Und dann sitzt man zusammen oder singt zusammen und weint einfach nach Krishna. Und Krishna kann dem auch nicht widerstehen. Ne? Krishna kommt auch, kann da nicht. Er kommt in die Herzen von seinen Bhaktas. Kann nicht widerstehen. Ne? So, das ist der Reichtum im Leben. Das sollte man suchen. Ne? Diese Gemeinschaft von denjenigen, die verrückt sind nach Krishna. Das wünschen wir uns. Ich meine, ich bete darum, das ist mein Gebet, diese Gemeinschaft zu haben. Diejenigen, die wissen, was, oder die gar nicht mehr wissen, was sie tun, die schon. Bhakti heißt ja nicht, dass du gescheiter wirst, sondern du wirst verrückter. Ne? Du weißt nicht mehr, was du tust. Ne? Chaitanya Mahaprabhu, als er Bhakti gekostet hat, ist der höchste Herr Bhagavan, als er Bhakti gekostet hat, was hat er gemacht? Ne? Chaitanya hat nicht mehr gewusst, die Gelenke haben sich geöffnet von seinem Körper und die Hände sind lang geworden und die Beine und in dem Zustand ist er am Boden gerollt und hat geweint nach Krishna. So extreme Liebe kam in ihm. Ne? Das ist Radharanis Liebe, er wollte wissen. Shiradaya Pranaya Mahima Kidrishavama Maneva.
Dino, Chirada, Pranaya, Kidrishovane, Neva, Svadhyoyenat, Bhutta, Madhurima, Kidrishovama, Diya, Saukyam, Chasyamadanu, Bhavad, Kidrisham, Veti, Lobhat, Tapavada, Samajani, Sachigarbha, Sindhu, Harindu. Er wollte wissen, was ist diese Liebe von Radharani. Krishna hat es nicht verstanden. Und er ist in diese Welt gekommen und er wollte wissen, wie seine Schönheit ist. Das ist Satyam Param, diese höchste Wahrheit ist so schön, dass die höchste Wahrheit sich nicht selbst verstehen kann, wie schön sie ist. Das ist unser Ziel im Leben. Ist doch wunderbar, ne? Wir haben so ein Ideal im Leben. Wir wollen dorthin. Selbst Krishna kann sie nicht verstehen, wie schön er ist. Er hat es nicht verstanden, er hat gewusst, er braucht andere Augen. Er braucht Radharanis Augen, um seine eigene Schönheit zu sehen. Er braucht, und die Augen heißt Radharanis Liebe. Er wollte das verstehen und er wollte wissen, wenn er seine Schönheit wahrnimmt, welche Freude macht es, seine eigene Schönheit zu verwirklichen. Die drei Wünsche hat Krishna gehabt, er ist in diese Welt gekommen. Als Chaitanya Mahaprabhu. Und dann hat es, als er das begonnen hat zu verwirklichen, sein Körper hat nicht mitgemacht. Das war einfach zu viel. Ne? Krishna kam, Bhagavan kam als Bhakta. Aber der Körper hat solche Ekstasen gezeigt, eben wie dass er am Boden gerollt ist, in dem Zustand, wo die Hände und die Arme lang geworden sind und einfach geheult hat nach Krishna. Wo ist Krishna? Und manchmal hat er einfach mit seinem Gesicht, er ist ja an der Wand, da hat er an der Wand, die Wand also gescheuert an der Wand, ganze Nacht, bis das Blut von seinem Gesicht geronnen ist. Einfach in der Trennung von Krishna. Man kann sich nicht vorstellen, ne? Was Mahaprabhu da mitgemacht hat. Aber im Inneren so viel Ekstase. Er wollte nicht raus aus dem Zustand. Die Devotis haben gelitten, die also gesehen haben, wie Mahaprabhu da in Puri, in Gambira, in dem Zimmer da lebt und so extreme Trennungen hat. Und die Devotis wussten nicht, was sie machen sollen. Und Chaitanya Mahaprabhu war im höchsten Freude drinnen. Und dann hat er ganze Nacht hat er da gegen die Wand gekratzt. Und Govinda hat vor der Tür geschlafen. So ein kleines Zimmer ist das, eine Vorratskammer. Gambira heißt Vorratskammer. Orya, dort hat Mahaprabhu gelebt. Und dann plötzlich war es still. Dann wusste nicht, was los ist. Und macht die Tür von Mahaprabhu ist weg. Wissen nicht wo. Und dann sind sie rausgegangen mit Fackeln, haben gesucht, wo ist Mahaprabhu. Dann haben sie ihn gefunden. Er liegt zwischen den Kühen im Jagannath-Tempel. Und dann waren sie happy und dann waren sie aber noch mehr geschockt, als sie gesehen haben, wie Mahaprabhu ausschaut. Die Hände und die Füße im Körper drinnen. Keine. Und Schaum aus dem Mund. Und Mahaprabhu liegt da, ne? Zwischen den Kühen. Und dann Sarva Damodar hat ihn reingerufen in die Ohren. Hare Krishna, Hare Krishna. Und dann nach langer Zeit Mahaprabhu kam raus und hat Haribol, Haribol gerufen. Und dann schaut er und sagt, was mache ich da? Wo bin ich denn dann? Warum habt ihr mich hierher gerufen? Warum stört ihr mich so mit dem Lärm da? Hare Krishna Mahamantra. Von Swarup Damodars Lotusmund. Was soll der Lärm? Warum stört ihr mich? Ich war gerade am Govardhan mit Radha Govinda. Die haben mir gerade geschickt, ich soll Blumen pflücken gehen. So, Mahaprabhu hat es, der Körper hat es nicht mitgemacht. Ich habe mal gehört von einem Acharya, der Krishna wollte Radharanis Liebe verstehen. Er hat gesehen, er ist die Quelle aller Freude. Krishna weiß es ja, er sagt in der Gita, Aham Sarva Yajnanam Bhokta Cha Prabhurayocha, ich bin der Genießer, ich bin von allem. Und dann hat er aber gesehen, dass die ihm Genuss geben, die freuen sich noch mehr als er. Die haben mehr Freude als er und das hat Krishna nicht verstanden. Und dann hat er gedacht, okay, dann scheinbar muss er auch ein Devoti werden, ein Vaishnava werden, ein Bhakta werden. Wer ist Bhagavan, nicht Bhakta? Und der beste Bhakta ist Srimati Radhika. So. Radharani hat gesagt, ich kann dir meine Liebe geben, aber nicht alles. Das ist zu viel für dich. Das hält dein Körper nicht aus. Ich gebe dir ein bisschen was und ich gebe dir nur die angenehmen Seite von der Liebe. Ich gebe dir nicht das. So.
Sie hat gesagt, ich kann dir nicht alles geben, das ist zu viel für deinen Körper. Und das bisschen, was Radharani zu Krishna gegeben hat, hat Mahaprabhus Körper auch völlig zerstört. So, was ist Radharanis Liebe? Wir haben keine Ahnung. Ich glaube, wir können wirklich nicht darüber sprechen, wo das, welches Opfer da ist und welche. Also man kann nur ein paar, es gibt nur so Hinweise, ne? Was da in die Vaishnavas ihre Lieder schreiben und ihre Verwirklichungen schreiben. Radharani sagt, wenn sie in Trennung ist von Krishna, dann sagt sie, nehmt meinen Körper, wenn ich meinen Körper aufgebe, nehmt ihn und hängt ihn um einen Dammelbaum herum, um einen schwarzen Dammelbaum. Soll die Welt sehen, was das Ergebnis von Liebe ist. Ich gebe meinen Körper auf in Trennung, ich kann nicht leben ohne Krishna. So zeigt der Welt, was das Ergebnis ist von dieser Liebe. Die to live, ne? Sagt Srila Shridharmaji immer wieder, er zitiert Hegel. So, wer bereit ist zu sterben, der kann auch leben. Ne? Wenn man fast, dann müssen wir halt hin, aber es ist nicht so einfach. Ne? Nicht so einfach. Aber wenn man einen Tropfen kriegt von den Gurus, dann versteht man, es gibt eigentlich nichts anderes in dieser Welt, was es wert ist. zu sterben auch. Ne? Und wenn man nichts zum Sterben hat, hat man eigentlich auch nichts zum Leben. Ne? Wenn man nichts hat, wofür man sterben würde, wozu lebt man dann auch? Ne? So. Ein hohes Thema. Schon. Man sieht es dann immer in der Früh bei der Mangalarti, wo die Liebe ist. Bei sich selber auch. Welches Opfer man bereit ist zu geben zu Krishna. Ne? Ob man happy ist, dass Krishna einen sieht in der Früh oder auch nicht. Und ob man einfach nur so kommt und oder ob man sich eine Dusche nimmt und einen Tillag und happy ist, dass Krishna einen sieht. Nicht so leicht, ne? Für Krishna was zu tun. Nicht so einfach. So. Hey, aber es ist halt ein Unterschied, ne? Was ist Liebe? Liebe heißt, du kriegst einfach alles her für die Person, die du liebst. Ne? Machst einfach so, ohne zu fragen und ohne nachdenken. Das machst du einfach. Das ist die Liebe. Ne? Und das machen die Pujaris auch für Krishna. Und die Devotis auch für Krishna. Und dann gibst du halt Krishna in der Früh Zahnbürste und einen Zungenschaber, dass er seinen Mund reinigen kann. Das ist Liebe. Ne? Ganz simpel. Und dann kochst du was für Krishna und dann singst du seinen Namen. Und das ist ganz simpel. Das Leben ist ja einfacher, als man denkt. Das ist ja nichts Kompliziertes. Man muss es einfach nur machen. Das ist das Einzige. Und wenn man denkt, dass man das alles im Geist machen kann, dass das okay ist, dann Shiranarayan Goswami hat gesagt, okay, wenn du im Geist auch das Prasadam akzeptierst und mit dem zufrieden bist, dann kannst du auch im Geist einen Dienst erbringen. Das ist gut. Ja, wenn man denkt, das kann ich alles auch im Geist machen, das passt schon, Krishna ist eh allmächtig. Okay, dann Krishna gibt auch einen mentalen Burger, einen Prasadam-Burger oder Pizza nur im Geist und passt. So, deswegen, auf der Ebene, wo wir sind, sollte man auch Krishna dienen. Ne? Wo es ein bisschen weh tut, ne? Man verlangt eh nicht viel, nur Patram, Pushpam, Palam, Toyam, nur ein Blatt, eine Blume, ein Glas Wasser, Frucht. Okay. Gibt's Fragen? Keine Fragen. Wie kann man lernen, zu weinen, so richtig zu weinen, für Krishna. Man muss Gemeinschaft haben mit denen, die weinen. Was er rede kann. Die Leute schon. Das zählt nicht.
Das Buch wird dann sie leichter dann weinen. Du weinst schon nach Krishna, für Krishna, wegen Krishna. Ja, Krishna steckt einen halt manchmal in so Situationen, wo man dann wirklich nicht anders kann. Aber das Beste ist, ist wirklich, wenn man nicht weinen kann, Gogovindam Goswami mal sagen, wenn du nicht weinen kannst für Krishna, dann rehe, dass du nicht rehen kannst für Krishna. Weil das ist zum Rehen, dass man nicht nach Krishna weinen kann. Und manchmal, Krishna ist wirklich so barmherzig, dass er dich in eine Situation steckt, wo du wirklich keine Zuflucht mehr hast. Das ist so nice. Am besten also, wenn man noch sein Gesicht verliert und wirklich irgendwie der größte Depp ist in den Augen von allen und wirklich für nichts gut ist und nichts kann und nichts geschafft hat in seinem Leben, dann bleibt dann nur mehr einer über. Nämlich Krishna. Das ist so ekstatisch, aber so heavy auch fürs Ego. Aber der Zustand ist so nice, dass du dankbar bist zu Krishna, dass du nichts kannst und nichts geschafft hast und für nichts gut bist. Aber das bin trotzdem dein Krishna. Ich bin sonst niemandes. Ich gehöre niemandem sonst. Und dann kannst du Hare Krishna chanten. Und dann weinst. Kannst gar nicht anders. Aber es ist so nice. Einfach, weißt du, das falsche Ego ist ein Gebirge zwischen mir und Krishna. Und wenn das mal gesmashed wird, egal wie, von wem und wie, dann ist es so. Das ist da, wo wir hingehören, ne? Das ist die, weißt du, im Beispiel, was sind so demütig, warum? Weil sie den Krishna nicht verlieren möchten, aus ihrem Herzen. Sobald du denkst, du bist was, Krishna ist weg. So, sobald du weißt, du bist nichts und du kannst ohne ihn gar nichts machen, Krishna ist ganz nahe bei dir. Und dann kannst du gar nicht anders als weinen. Das geht gar nicht anders. Deswegen diese Stimmung von dem Vaishnavas, diese Demut von dem Vaishnavas ist so wichtig. Demut ist so wichtig. Das ist einfach mal nichts sein. Und nichts wert sein. Und nichts darstellen müssen und nichts darstellen wollen. Also einfach nur, wir sind eh schon das, was wir sind. Man muss ja nur zu sich selber kommen. Nichts anderes. Und es geht in der Gemeinschaft von dem Vaishnava, was die zu Krishna möchten. Yes. Man muss sich auch die Zeit nehmen dafür. Ne? Das ist auch, unser Sadhana ist ja nichts anderes als nach Krishna zu weinen. Wir nehmen uns halt nicht die Zeit dafür. Wir machen es als Pflicht heraus, dass es vorbei ist. Dass wir es geschafft haben. Das ist das Problem. Jedes Mal, wenn wir uns zusammensetzen, wenn du alleine bist oder zusammen mit Vaishnavas, wenn du Prasadam nimmst, wenn du was liest, das ist die Chance, dass du mit Krishna bist. Egal, was du machst. Ne? Aber wir nehmen uns nicht die Zeit, wir sind nicht da. Chanten Krishnas Namen, dass wir halt Krishnas Namen gechantet haben. Und meistens chantet man sogar nur Runden, keine Namen. Und man macht halt seine Runden fertig, man chantet nicht einmal. Weil es so weit weg von dem, was es wirklich ist. Und dann weiß man gar nicht, was man macht, aber eigentlich geht es eh schon um ihn. Man chantet Krishnas Name. Krishna ist nicht verschieden von Krishna, von seinem Namen. So, man hat die Chance, jeden Moment, ne? Aber wir nehmen es nicht. Das Krishna-Bewusstsein heißt ja nicht nur, wenn du im Tempel sitzt, dann bist du heilig und den Rest machst, was du willst. Sondern es ist immer da. Krishna ist ja im Herzen von allen. Das ist ja das Nice. Und wenn wir es nicht haben, heulen wir. Wenn wir das nicht, weil wir dort nicht sind. Yes. Gogovinda Maharaj hat gesagt, er möchte eine Schule eröffnen zum Weinen, um weinen zu lernen. Das, wir müssen es wieder lernen. Als Kinder haben wir es einfach, haben wir geheult. Einfach so. Man muss dort wieder hin. Wenn man es nicht kriegt, dann weint man halt. Raghunandan Thakur, ein kleiner Junge, er kam mit seinem Vater zu Mahaprabhu.
Sein Vater ist Mukunda Kaviraj, der Doktor. Sein Vater war so ein Devotee. Er hat den König behandelt, er war so ein guter König, ein guter Doktor, Arzt. Er hat den König behandelt und der war Muslimkönig zu der Zeit in Bengal. Und dann, er hat den König behandelt, dann kam ein Servant und hat dem König Luft zugefächelt mit einem Pfauenfederfächer. Und, hat der, und dann, als er die Pfauenfedern gesehen hat, ist er ohnmächtig umgefallen und ist runtergeflogen da. Von so einer erhöhten Plattform, wo der Thron war, und ist runtergeflogen und ist ohnmächtig geworden, als er die Pfauenfedern gesehen hat, weil er sich an Krishna erinnert hat. So ein Vaishnava war sein Vater. Und dann der König hat ihn dann, hat dann ein bisschen Wasser auf ihn gesprenkelt und hat dann, hey, hey, was los? Und dann Mukunda Kaviraj hat gesagt, oh, ich habe Epilepsie, ich habe manchmal so Anfälle. Wollte nicht sagen, dass ich habe mich an Krishna erinnert und bin jetzt ekstatisch geworden. Ich habe so meine Krankheit. Ich bin zwar Doktor, aber ich habe auch eine Krankheit. Ne? Der König hat gesagt, nein, ich weiß, das ist keine Krankheit. Ich weiß, du hast Liebe für Krishna. Der Muslimkönig hat ihm das gesagt. So, das war der Vater Mukunda Kaviraj und sein Sohn Raghunandan Thakur, die kamen mal zu Mahaprabhu. Und Mahaprabhu fragt, wer von euch ist der Vater und wer ist der Sohn? Und Mukunda hat gesagt, er ist der Vater, ich bin der Sohn. Der kleine Sohn ist mein Vater, weil er bringt mir Krishna-Bewusstsein bei. Weil Raghunandan Thakur als Kind sein Vater, die haben Deti gehabt zu Hause, Krishna. Und denn alles, was sie gekocht haben, haben sie geopfert. Was die Mama gekocht hat, haben sie geopfert. Und sein Vater musste mal weg und hat seinem Jungen gesagt, Raghunandan, du musst das Essen opfern. Deine Mama kocht, aber du musst es opfern. Ja, ich weiß keine Mantras, ich weiß nicht, wie man das macht. Wieso? Ich stelle es einfach hin und bitte Krishna, dass er es isst. Ganz simpel. Es ist auch nicht mehr. Ich meine, die Deity-Verehrung ist nicht Mantras und no, es ist das. Du gibst das Krishna und Krishna nimmt es an. So simpel, ne? Okay, macht er. Die Mama hat einen Teller gekocht, also einen Teller hergerichtet mit allen Speisen und hat es dem Raghunandan gegeben. Raghunandan geht zum Altar und macht zu und sagt, Krishna da, hat meine Mama gekocht für dich, isst. Und sitzt da und schaut. Und nichts passiert. Und ich sage, was ist los, Krishna? Ist irgendwas falsch? Nimm, iss. Das ist Deti, ne? Nichts passiert. Und dann Raghunandan Thakur zu weinen begonnen. Krishna, warum isst du das nicht? Und dann der Deti hat einfach angefangen zu essen. Hat alles aufgegessen. Und Raghunandan war happy, yes. Krishna hat alles gegessen. Und kommt mit leeren Teller wieder raus und gibt der Mama. Und die Mama sagt, wo ist das Essen? Ja, Krishna hat alles aufgegessen. Hey, komm mal, Krishna hat alles aufgegessen. Nein, 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 wirklich. Und die Mama hat gesagt, na, warte nur, bis dein Vater nach Hause kommt. Warte nur. Nein, nein, Krishna hat alles aufgegessen. Dann haben sie nichts zum Essen gehabt. Krishna hat alles aufgegessen. Und dann ist der Vater gekommen am Abend und die Mama, die Mutter hat erzählt, ja, wir haben nichts gegessen. Dein Sohn hat, weiß nicht, was er gemacht hat. Das nichts, hat nichts rausgebracht aus dem Altar, vom Altar zurück von der Opferung. Und dann hat der Vater eben Raghunandan gesagt, hey, was ist los, was hast du gemacht? Ja, ich habe es zu Krishna geopfert, Krishna hat alles aufgegessen. Jeden Tag, wir opfern es zu Krishna und wir essen dann alles, was da über ist. Ne? No, 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 no. Dann hat er gesagt, okay, kannst du mir das nochmal zeigen? Ja, ja, klar. Dann hat die Mutter nochmal gekocht und der Vater hat sich versteckt und hat so zugeschaut und Raghunandan hat den Teller hingestellt und gesagt, Krishna, iss. Und nichts ist passiert. Krishna, iss, du hast doch letztes Mal auch gegessen. Was ist, warum isst du nicht? Und nichts ist passiert. Und er hat nochmal zu weinen begonnen. Iss doch bitte. Und Krishna hat gesagt, ich kann nicht essen, dein Vater schaut zu. So deswegen Mahaprabhu gesagt, er ist der Vater und ich bin der Sohn. Ne? So. Wenn man simpel ist, Krishna offenbart sich schon. Krishna ist Chaitanya Mahaprabhu in Mayapur, also Nimai Pandit, als er offenbart hat, dass er der höchste Herr ist, dann hat er allen Vaishnavas offenbart, wann sie ihn verwirklicht haben, aber das nicht mitbekommen haben.
wenn er ihnen geholfen hat, wenn irgendwas, er hat einigen Beispielen was gesagt. Kannst du dich noch erinnern, ihr wart da und da und dann sind die Muslims gekommen und wollten euch da irgendwie attackieren und ich bin als Bootsmann gekommen an dem Fluss in der Nacht im Sturm und habe euch über den Fluss gebracht. Ich war der Bootsmann. Ihr seid geflüchtet von den Muslims, ihr habt es nicht gewusst, wie weit. Ich bin als Bootsmann erschienen und habe ich. Der Devote ist ohnmächtig umgefallen. Oh mein Gott. Der Herr macht solche Sachen. Der erscheint, der kann ja das auch machen. Zu Haridas Thakur, der gesagt, Haridas, kannst du dich erinnern, als die Muslims dich ausgepeitscht haben? Über 22 Marktplätze. Das war vor Mahaprabhus Erscheinen. Mahaprabhu gesagt, ich war dabei. Ich war mit Sudarshan Chakra da, ich wollte alle umbringen. Aber du hast gebetet für die. O Gopi Jana Vallabha, O Jagadishwar, bitte hier, gib ihnen Prema, die wissen nicht, was sie tun. Die wollten ihn umbringen, zu Tode prügeln und Haridas Thakur hat gebetet, oh, gib ihnen Prema. Wenn sie Prema haben, die werden sowas nie wieder tun, oh Herr. Ich konnte mein Sudarshan Chakra nicht loslassen. Ich wollte es abfeuern, ich wollte ihnen all die Köpfe abschlagen. Ich konnte es nicht machen, du hast mir es nicht erlaubt. Und deswegen, ich konnte auch nicht tolerieren, dass sie dich schlagen. So, ich habe deinen Rücken bedeckt, ich habe all die Schläge auf mich genommen. Mahaprabhu gesagt. Der Mahaprabhu hat seinen Rücken hergezeigt, all die Striemen waren drauf. Nimm mal Prabhu. Weil das Thakur ist umgefallen, also die Barmherzigkeit vom Herrn gesehen hat. Der Herr manifestiert sich ständig in unserem Leben. Und wir sehen es nur nicht. Ständig, er macht alles für uns. Man muss nur mal, man braucht hin und wieder jemanden, der eigentlich zeigt, was schon da ist, ne? Was man schon alles hat. Wenn man denkt, ich chant 15 Jahre und nichts passiert, na okay, aber du chantest 15 Jahre. Das ist eine Segnung. Und wir chanten immer noch. Auch wenn man denkt, ich habe keinen Geschmack und nichts passiert, aber 15 Jahre von unserem Leben, oder 10 oder 20 oder 5 oder was auch immer, die chantet man und man macht einfach weiter. Ist das nichts? Man sieht es manchmal einfach nicht. Und man ist immer noch mit dem Vaishnava was zusammen und man denkt, nichts passiert, ich bin immer noch. Aber wir verbringen unser Leben mit dem Vaishnava was, mit Kirtan, mit Prasada, mit den Deities. Und am Ende vom Leben werden wir es sehen. Ne? Jetzt ist man sich nicht so bewusst drüber. Aber am Ende vom Leben, wenn es dann plus und minus zusammenzählst, siehst du einfach viel. Plus da rauskommt von Krishnas Vaishnavas Sangha. Und dann kriegst du es also auch dafür. Das ist so nice, ne? Man muss gar nichts ändern. Man muss sich auch selber gar nicht ändern. Was ich weiß, passiert dann eh alles. Einfach weitermachen. Einfach dabei bleiben, einfach in der Früh aufstehen, Krishnas Namen chanten und überlasse es Krishna. Ja, es ist seine Barmherzigkeit, dass wir hier alle zusammen sind, ne? Und an ihn denken dürfen. Das ist es schon. Wir werden nichts anderes machen, wenn wir die Vollkommenheit erlangt haben. Wenn wir genauso zusammensitzen und Hare Krishna chanten. Und happy sein. Und über ihn sprechen. Und das genauso machen. Ne? So, man muss schon sehr dankbar sein für das, was man hat, glaube ich. Darf man nicht vergessen. Bevor man Krishna Vorwürfe macht, dass nichts passiert. Oder sich selbst sogar auch, kann man auch mal dankbar sein. Man weiß nicht, was du, wenn du einfach nur mit dem Vaishnava zusammen bist, machst so viel Fortschritt. Man kriegt es gar nicht mit. Die anderen kriegen es mit, die dich dann nach 10 Jahren sehen und du selber merkst danach, dass du in einer anderen Welt lebst. Selber kriegst du das gar nicht mit, aber wenn du dann deine Freunde von früher siehst, die noch genauso sind, wie sie früher waren und dieselbe Musik hören und dieselben Themen besprechen und dieselben Probleme haben und dieselbe Mode haben und das ist alles gleich, dann bist du schon sehr dankbar. Dass du eigentlich ganz woanders sein darfst. Ne?